Für einen voluminösen Oberarm ist der Trizeps eigentlich sogar noch wichtiger als der Bizeps. Denn der hat nicht nur einen Kopf mehr, sondern auch insgesamt auch einfach mehr Muskelfasern und somit mehr Potenzial für Wachstum. Besonders wichtig ist hier der lange Kopf. Der macht diesen schönen Sweep am unteren Oberarm. Der seitliche Kopf ist zwar auch ganz schön, wird aber meistens nicht ganz so groß und der mediale Kopf liegt unter den beiden und ist nicht direkt sichtbar. Spannend ist, dass der lange Kopf, also der fette, der, den wir trainieren wollen, als einziger von den drei Muskelköpfen zweigelenkig ist. Er geht vom unteren Rand der Schultergelenkspfanne über den Oberarm, übers Ellbogengelenk und setzt an der Ulna, der Elle, an. Der laterale und der mediale Kopf haben beide ihren Ursprung am Oberarm, gehen ebenso wie der lange Kopf über das Ellbogengelenk und setzen am gleichen Punkt am sogenannten Olecranon an. Alle drei haben eine gemeinsame Mission: im Ellbogen strecken. Aber was machen wir jetzt, wenn wir unseren Lieblingskopf, den langen, besonders gut trainieren wollen? Der ist mehrgelenkig und das ist unsere Chance. Wie ich im Bizeps-Video schon erklärt habe, setzt man einen besonders guten Aufbaureiz, wenn man einen Muskel in seiner vorgedehnten Position trainiert. Also müssen wir uns das zweite Gelenk anschauen, das der lange Trizepskopf neben dem Ellbogen noch umschließt. Das Schultergelenk. Hier macht der lange Trizepskopf eine sogenannte Retroversion. Also er zieht den Oberarm hinter den Körper. Das heißt im Umkehrschluss, je mehr wir den Oberarm vor den Körper ziehen, desto mehr dehnen wir den langen Trizepskopf übers Schultergelenk vor. Hier hat man die maximale Dehnung vom langen Trizepskopf übers Schultergelenk. Wenn wir in dieser Position jetzt im Ellbogen beugen und strecken, dann trainieren wir den Trizeps, alle drei Köpfe, aber den langen in seiner vorgedehnten Position und können somit den bestmöglichen Muskelaufbaureiz auslösen. Hierfür gibt es zwei Übungsvarianten, die ich besonders gut finde. Einmal das Trizepsstrecken über Kopf mit der Kurzhantel und einmal die gleiche Übung am Kabelzug. Für die Kurzhantel-Variante setzt du dich auf eine Bank, schnappst dir die Hantel und achtest dabei darauf, dass du sie nicht einfach nur am Griff nimmst, sondern dass du sie mit der Unterseite deiner Handfläche wegschiebst. Du nimmst den Oberarm in die Ausgangsposition, wo der lange Trizepskopf vorgedehnt ist und dann ist die Übung eigentlich relativ simpel. Du beugst und streckst im Ellbogen. Prinzipiell finde ich für diese Übung die silbernen, eher kleineren Hanteln deutlich besser. Die sind deutlich schmaler und viel handlicher und es fällt einem einfach viel leichter, hinter dem Kopf zu beugen und zu strecken. Deswegen würde ich jedem empfehlen, erstmal bei den kleinen silbernen Hanteln zu bleiben, bis man hier die Zehner über 15 Mal bewegen kann. Danach hat man meistens eh keine andere Wahl, als auf die größeren Hanteln umzusteigen. Mit denen geht's auch, aber der größere Radius der Hantelscheibe macht es einfach ein bisschen unhandlicher. Grundsätzlich kann man diese Variante auch mit beiden Armen gleichzeitig machen. Ich persönlich finde aber, dass sich die einhändige einfach besser anfühlt und dass ich besser in den Muskel reinkomme. Für die Variante am Kabelzug nimmst du deinen Seilgriff, machst einen Knoten rein und hängst das Seil dann unten beim Kabelzug an. Jetzt nimmst du das Seil am Griff, du willst es wieder mit der Unterseite deiner Handfläche bewegen. Du machst einen leichten Ausfallschritt, damit du schön stabil bist, nimmst den Arm nach oben und beginnst wieder im Ellbogen zu beugen und zu strecken. Auch hier gibt es wieder zweiarmige Varianten, entweder mit dem Seil oder mit einem SZ-Griff. Auch hier bin ich eigentlich mehr Fan von der einarmigen Variante. Die zweiarmige mit dem Seil ist auch ganz nice und die zweiarmige mit der SZ-Stange fühlt sich zumindest für mich immer irgendwie etwas komisch an. Beide Varianten sind für mich Übungen, die man eher im höheren Wiederholungsbereich ausführt, also so 8 bis 20. Das hilft einfach dabei, auch ein bisschen den Stress im Gelenk zu reduzieren. Und grundsätzlich würde ich sagen, so nahe wie möglich ans Muskelversagen. Für mehr dieser Videos abonniere diesen Kanal.